Ashwagandha, Irrtum und Forschung, neue Fakten. Ashwagandha ist ein kleiner Strauch, der zu der Familie der Nachtschatzengewächse gehört. Ashwagandha wird traditionell zur Förderung der jugendlichen Vitalität verwendet, indem es die Muskelkraft, die Ausdauer und die allgemeine Gesundheit beeinflussen soll. In den verschiedenen Teilen der Ashwagandha-Pflanze wurden mehr als 50 chemische Inhaltsstoffe identifiziert, wobei die wichtigsten chemischen Bestandteile steroidale Alkaloide und Lactone sind, die zusammen als Vitanolide bekannt sind. In diesem Video schauen wir uns im hochwertigen menschlichen Studiendesign genau an, was die Pflanze kann. Also Studien, die ihr gleich sehen werdet, sind im bestmöglichen Studiendesign an Menschen, sogenannte Goldstandard-Studien, und manche sogar noch besser und darüber hinaus. So wie in diesen Studien doppelblind randomisierte Studien zum Thema Ashwagandha und Schlafstörungen. Die Gruppen unterschieden sich nicht, die untersucht wurden, was sehr wichtig ist, damit die Vergleichbarkeit gegeben ist. Man sieht, dass die Einschlafdauer gerade bei Menschen mit Schlafproblemen abnahm und die Schlafdauer zunahm, aber auch teilweise bei Gesunden, und das Ganze bei 600 Milligramm pro Tag des Extrakts. Einige Studien deuten darauf hin, dass die Ergebnisse der aktuellen Studien signifikante Verbesserungen der Schlafparameter, Schlafqualitätsfragebögen, geistiger Wachheit und Angstparameter zeigten. Diese Ergebnisse erwiesen sich als statistisch signifikant im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Dies konnte auch in einer weiteren Goldstandard-Studie wiederholt werden. Der Mechanismus beruht wohl auf der Modulation der Gamma-Aminobuttersäure. Rezeptoren genau genommen, kurz GABA, die dann eine dämpfende Wirkung auf den Parasympathikus hat. Das Faszinierende, dass es einerseits dämpfend wirkt, andererseits aber auch Stoffwechsel ankurbelnd wirkt, da es starke Wirkungen zeigt in Bezug auf die Schilddrüse, die unseren Stoffwechsel reguliert. Daher haben wir das auch quasi in unserem Schilddrüsenprodukt auch mit drin, ganz wichtig. Wieder doppelblind Placebo kontrolliert. Hier wurden wieder 600 Milligramm für 8 Wochen Teilnehmern gegeben. Das Erstaunliche ist hier, wir sehen, dass das Schilddrüsenhormon T4, was in der Schilddrüse gebildet wird, innerhalb der Gruppe sowie zusätzlich im Vergleich zur Placebo-Gruppe statistisch signifikant gestiegen ist. Das gleiche gilt auch für das aktive Schilddrüsenhormon T3, Triiodthyronin, welches außerhalb der Schilddrüse gebildet wird, zum Beispiel in der Leber, wird durch Abspaltung eines Jodatoms gebildet. Dieses ist in der Placebo-Gruppe sogar statistisch signifikant gesunken, in der Ashwagandha-Gruppe aber gestiegen, und zwar massiv. Das gleiche gilt für den TSH-Wert der Hypophyse, der die Schilddrüse stimulieren soll, bei einer Unterfunktion oder drosseln soll bei einer Überfunktion. Dieser ist ebenfalls statistisch signifikant in der Gruppe sowie im Vergleich zur Placebo-Gruppe gesunken. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn der TSH-Wert sinkt, muss die Schilddrüse weniger stimuliert werden, da sie von selbst gut arbeitet. Das Ergebnis der vorliegenden Studie unterstreicht die positive Rolle des Ashwagandha-Wurzelextrakts bei der Normalisierung des Schilddrüsenhormonspiegels, bei Patienten mit subklinischer Schilddrüsenunterfunktion. Der Effekt wird wohl auf den stressreduzierenden Mechanismus durch Cortisol zurückzuführen sein, so wie die Wissenschaftler hier zu sagen. Apropos Stress. Auch dazu gibt es eine Goldstandard-Studie. So prüfen wir mal, ob das die Ursache sein kann. Ebenfalls wurden Stresshormone und Testosteron gemessen. Die Gruppen unterschieden sich nicht statistisch signifikant und waren damit vergleichbar. Gegeben wurde hier 240 Milligramm des Extrakts und nur für 2 Monate. Gemessen wurde an der Skala für Depressionen, Ängste, Stress, Hamilton-Angst-Rating-Skala innerhalb der Gruppe. Erfuhr die Ashwagandha-Gruppe eine statistisch signifikante Verbesserung und in der Hamilton-Skala sogar im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Man sieht hier eindrucksvoll, wie Ashwagandha das Stresshormon Cortisol statistisch signifikant senkte, innerhalb der Gruppe sowie im Vergleich zur Placebo-Gruppe, sowie das DHEA, also Dehydroepiandrosteron, Sulfat, ein Vorbote des Sexualhormons und des Testosteron, statistisch signifikant erhöhte in der Gruppe. DHEA sank
da es natürlich vermehrt zu Testosteron konvertiert wurde. Dieses Ergebnis konnte in einer anderen Goldstandard-Studie wiederholt werden in Bezug auf das Stresshormon Cortisol und das statistisch signifikant, natürlich wie immer. Alter. Aber nicht nur die Männer konnten sich freuen, sondern auch die Frauen. Denn Ashwagandha zeigte in einer Goldstandard-Studie mit 50 Frauen eine statistisch signifikante Wirkung in Bezug auf die sexuelle Erregbarkeit der Frau. 8 Wochen und 600 Milligramm wurden gegeben mit erstaunlichen Ergebnissen. Diese sind hier visuell dargeboten. Kommen wir zum letzten Punkt, und zwar die Sicherheit. Und auch hier zeigt sich in keiner der Studien negative Effekte, selbst nach 8 Wochen Gabe. Und das ist wirklich toll. Haben wir in liposomaler Form, das heißt deutlich höher bioverfügbar, noch verkapselt in Liposomen, denn diese können direkt in die Zellmembranen diffundieren und den Wirkstoff dementsprechend dort einschleusen. Jetzt ganz neu im Sortiment, könnt ihr sehr gerne mal auschecken, kann ich wirklich sehr empfehlen, habe es bei mir eingebaut und auf purazell.de bekommt ihr es, verlinke ich euch aber gerne auch mal unten und wir sehen uns im nächsten Video und vor allen Dingen viel Spaß mit dem Ashwagandha. Bis zum nächsten Video, ich sag ciao.